So, alles klar. Gut, weiter geht's hier an der Fortnite-Map. Was ich mir jetzt überlegt habe, der Vulkan hier oben, der ist ja so braun, ne? Und es gibt ja eigentlich keinen gescheiten Block in Minecraft, der so braun ist, außer dieses Terrakotta. Gibt es ja in braun, schwarz, grau und all möglichen Farben. Und hier hinten seht ihr ja auf der 3D-View, das ist jetzt einfach nur ein Grashügel, der Vulkan, ein bisschen Lava. Und deshalb würde ich jetzt mal eine so von diesen Brush-Settings noch weiter vertiefen. Und zwar gibt es hier, nehmen wir jetzt mal den Brown Terracotta, ist glaube ich der hier, oder das? Der ist Black, der ist Brown. Gut, dann nehmen wir einmal Spray Paint, würde ich sagen. Dann irgendein Brush und dann sagen wir ihm jetzt hier At or Above. Und jetzt geben wir hier eine Höhe an. Und das wäre in dem Fall 100, also ganz oben hat der Vulkan 140. Wenn wir hier runter gehen, 126. Ich merke gerade, der ist ein bisschen schräg geformt worden. Da muss ich nochmal kurz ein bisschen weiterarbeiten mit Senken. Und der ist nicht ganz so spitz, wie er sein sollte. Gut. Und wir hätten gerne Spray Paint und zwar den Brown Terracotta. Und was er jetzt macht, ist, nur ab der Höhe 110 macht er den Brown Terracotta drüber. Und jetzt kann ich den Brush auch richtig weit aufdrehen und hier einmal draufdrücken. Oh, jetzt habe ich das falsche Tool, ja moin. Und jetzt seht ihr schon, den hat er so komisch hochgerissen, das war jetzt nicht so der Plan. Ab 110 halt hat sie ihn einmal benutzt. Jetzt nehmen wir den nochmal und jetzt, zack. Und jetzt seht ihr, hat er das komplette Ding eingemalt. Und jetzt hat er halt auch ein bisschen drumherum gemalt, weil es eben Spray Paint ist. Jetzt können wir aber auch den normalen Pencil einfach nehmen. Wenn ich jetzt drauf klicke, macht er eben ab Höhe 110 alles braun. Ja. Jetzt können wir auch hier... wieso malt er jetzt trotzdem? Ach, weil der Heck hier wieder weg ist. Ach Mensch, ey. Da muss man immer aufpassen, du. So. Jetzt Häkchen dran, Add or Above, Block ausgewählt, Pencil ausgewählt. So, so muss das. Und jetzt gucken wir mal, Fortnite Map weg und wieder hin. Ja, es hat ziemlich gut getroffen, finde ich. Oder? Ja. Jetzt können wir hier das Häkchen Add or Above wegmachen. Und dann kann man zum Beispiel auch Only on... Gras zum Beispiel, Terrain, ne? Gras. So, dann macht er jetzt nur das Schwarze über das Gras drüber und nicht über die Lava, wenn ich hier drüber fahre. Seht ihr hier im Bild, wenn ich jetzt drüber fahre, die Lava bleibt unberührt, aber das Gras wird jetzt zu braunem Terrakotta. So können wir das hier ein bisschen besser ausmalen. So, auch hier einmal lang. Ja, so, dann hier noch weiter. Da müssen wir es gleich mit World Edit ein bisschen besser anpassen. So, hier kommt danach halt dieser Tunnel-Dings hin. Hier ist auch Tomato Temple. Das wird nachher ein Spaß werden, wenn ich die ganzen Orte nachbauen muss. Ich weiß nicht, wie viel Mühe ich mir bei einem Ort gebe, sonst hocke ich hier ewig dran. Und ich weiß auch nicht, welches Tilted ich nachbaue. Ob ich da jetzt Tilted Town, Tilted Towers mache. Ja. Müssen wir schauen. Okay. So, ein bisschen weiter. Wir können es ja einfach zu viel. Ja, so am Rand entlang. Sneaken. Gut. Ja, ist doch schon mal ganz nett. So. Dann können wir jetzt auch hier, zum Beispiel bei Lazy Lagoon, dass wir so ungefähr abschätzen können, wo da was ist. Machen wir uns jetzt hier noch an die Detailarbeit dran, bevor wir damit World Edit anfangen. Jetzt müssen wir hier schauen, dass das Wasser, würde ich sagen, machen wir auf Höhe 130. Und jetzt muss ich hier, 130, was laber ich, normal 30. Und den Sand mache ich dann ab 30 bis 35. Und das wird jetzt die Sisyphus-Arbeit, das alles dahin zu bekommen. Die Intensität muss man jetzt voll hochschrauben. Und jetzt muss man sich hier einen Block suchen, der genau Höhe 30 ist. So, habe ich jetzt. Und jetzt ist er schon wieder verrutscht. Weil Add or Buff an ist. Also man muss echt aufpassen.
So, jetzt. Zack. Und jetzt seht ihr, schiebe ich diese Höhe 30 da rum. Und am besten nicht loslassen. So, jetzt muss ich doch mal loslassen. Okay. Jetzt seht ihr, hat es hier richtig den Graben rein. Und das ist jetzt alles Höhe 30. So, und jetzt perfekt den Fluss nachfahren. So, und das da oben kümmern wir uns mit World Edit drum. So, das ein bisschen anpassen. Jetzt können wir den Pinsel ein bisschen größer machen. So, jetzt machen wir hier mal einen großen. Eins larger, dass es ein bisschen schneller geht. So. Schön, jetzt machen wir wieder klein. Schönes Becken von Lazy Lagoon. So, schön. Den Wasserfall hier bauen wir dann nachher mit World Edit nach oder auch von Hand am besten. Ansonsten ist es jetzt echt geil. Dann nehmen wir jetzt noch wieder Spray Paint. Diesmal nehmen wir Sand. Solo Sand. Sagen Add or Above. Und jetzt 31, weil 30 ist ja noch der Boden, den wir, beziehungsweise wir machen 32 und sagen at or below 36. So, okay. Sagen, ja, only on Gras ist gut, weil wir, da ist eh nur Gras, beziehungsweise nee, machen wir raus, weil dann macht das auch auf Dirt drauf, falls da irgendwo Dirt noch ist. Und wenn wir jetzt hier lang fahren, sollte er uns den Sand darüber malen. Na, ja, sehr schön. Und jetzt sehen wir hier, wo wir halt noch lang müssen. Hier haben wir den Strand schön gemalt, hier oben, aber hier hinten müssen wir das Ganze noch ein bisschen platt machen. Und jetzt können wir schön die Ecke hier mit Sand voll machen. Jetzt nehmen wir nochmal Smooth zur Hand. Und machen hier nochmal ganz ein bisschen platter. So, sehr schön, jetzt nehmen wir nochmal Spray Paint und nochmal drüber. So, genau. So funktioniert World Painter, meine Lieben. Nice one. So, ich denke, die restlichen Details und so weiter machen wir dann in-game. Ich schreibe jetzt hier nur noch überall hin, wo die Orte waren. Und dann schauen wir uns das Ganze mal in-game an. Beziehungsweise, wir könnten hier unten noch in der Wüste, wenn ich da mal kurz rüber gehe, da ist ja immer noch Stein im Untergrund. Können wir mit einem Pinsel gehen. Sagen wir, ja, hier überall. Dass er uns den Boden aus Sandstein machen soll. Zack. Oder was ist das da? Mesa könnten wir auch nehmen. Da haben wir diese Schichten dann. Probieren wir es mal an dem Berg hier aus. Ja, genau, das seht ihr hier in der 3D-Ansicht, wie ihr den kompletten Berg einmal damit bemalt. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht darüber gehen. Ja, damit bin ich jetzt ziemlich zufrieden. Die 3D-View ist ganz okay. Die guten alten Fortnite-Spieler erkennen, dass das hier die Map ist. Ja. Nice, nice. Okay, ja, die Loot Lake Inseln. Ist jetzt die Frage, wie mache ich die? Mache ich die mit World Paint oder baue ich die einfach? Ich würde sagen, ich baue die einfach. Ja. Gut, dann wäre es mit World Painter gewesen soweit. Den Rest machen wir mit World Edit. Ja. Wobei, bei den Bäumen muss ich noch mal schauen. Vor allem hier hinten bei dem Wald. Man kann nämlich Custom Trees, also die Bäume selber bauen und dann World Painter diese gerade drüber malen lassen. Da muss man nicht jeden Baum einzeln da an die Stelle bauen, wo er hin soll. Da will ich halt überlegen, ob ich das nicht mache. Zumindest hier hinten im Dschungel. Ja. Ich exportiere jetzt erstmal die Welt und dann schauen wir mit World Edit. Da wären wir. Hier in Minecraft und na, wer kennt den Berg? Erkennt man ihn? Es ist der Dachti-Berg, richtig. Yay.
Das Problem ist nur, man kann jetzt noch da hochlaufen. Und das ist ja nicht in der Sache, weil in Fortnite kommt man den Berg ja nicht hoch, ohne zu bauen. Und ich schaue mir das Ganze jetzt mal an hier. Der Fluss bedarf auch noch einer kleinen Überarbeitung, weil die Kanten hier so hart sind, ne? Und im Game ist der Fluss ja ein dünnes Rinnsal und noch 3 Meter Ufer daneben. Also da müssen wir auch noch was ändern. Dann schauen wir uns jetzt mal Loot Lake an. Kann man auch immer links oben gucken, in welchem Biom wir sind. Das ist jetzt River. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Der Loot Lake und hier ist dann der Fluss in Richtung Lazy Lagoon. Und hier seht ihr schon, das Jungle-Biom färbt das Gras ebenso richtig hübsch. So, da geht der Fluss lang. Jetzt sind wir im Dschungel-Biom. Also hier ist Flussbiom, hier ist Dschungel. Hier ist jetzt der Strand von eben. Ja, der ist ganz gut. Ja, bin ich zufrieden mit. Hier kommt das Piratenschiff hin. Aha. Und da kommt dann die Lazy Lagoon Piratenstadt hin. Da muss dieser ganze Berg hier weg. Das wird ein Spaß. Und hier geht ja auch irgendwo dieser Weg dann hoch. Und hier geht es dann auch letztendlich schon rüber ins Meer. Okay. Und hier passt ja auch, dass die Hänge so steil sind, weil es ist ja auch in Fortnite so, dass da so eine Klippe dann ist, ne? Gut, hier kommt dann Wasserfall hin, da muss dieses Ding hier weichen. Okay. Ja, ja. Jetzt schauen wir uns noch den Vulkan an. So, da baut sich der Vulkan auf in der Ferne. Oh ja. Der gefällt mir. So. Wenn ihr stellt euch vor, hier sind noch überall Bäume, ja, die müsst ihr euch jetzt erstmal so vorstellen. Und dann geht es hier hoch, hier ist dann so ein Plateau noch mehr oder weniger, kriege ich dann noch besser hin. Und hier ist überall der Brown Terracotta. Und dann kann man den Vulkan hochgehen. Und hier ist dann Pressure Plant. Mit dem riesigen Roboterfuß. Beziehungsweise der Plattform da vom Roboter, ne? Ist er ja. Und hier die Lava. Das muss auch noch ein bisschen bearbeitet werden, dass es dann steiler ist. Hier fängt dann schon die Wüste an. Ja, nice. Und auch hier der Übergang durch das Spray Paint. Sehr schön geworden. Ja, und auch wie sich das Gras dann verfärbt. Finde ich geil. Auch die Kakteen überall, wie in Fortnite. Und dann hier letztendlich diese Berge. Ja, passt. Nice, da können wir die Straße auch lang. Jo. Und hier unten, das hier ist dieser Berg nördlich von Paradise. Hier kommt dann Paradise hin. Gut, also, genau, hier kommt dann Paradise hin. Ihr seht, das war jetzt ein klitzekleiner Schnitt. Ich habe dann nach dieser Aufnahme eine Pause gemacht. Ich war dann ziemlich am Arsch, habt ihr vielleicht auch meine Stimme gehört. War nicht mehr so viel Luft drin. Hab ein bisschen weitergemacht jetzt in der Zeit. Hier seht ihr auf der Karte, sind Straßen dazugekommen. Ihr habt die Timelapse schon gesehen von dem Salty Berg. Und genau, wie es jetzt hier weitergehen soll. Das waren jetzt 3 Folgen hier in der Fortnite Map. Und mein Plan ist es jetzt, weil das ja in mega viel Arbeit noch ist, das auf längere Zeit, in längerer Zeit mal fertig zu machen. Genau, einfach weil es so super, super viel ist. Ich habe vor, zu jedem Ort mehr oder weniger, dann setze ich mich mal einen Abend hin, wenn ich richtig Zeit und Bock habe und baue dann den Ort hin. Zum Beispiel hier jetzt Paradise. Setze mich einmal hin, mache eine fette Timelapse, baue das Hotel, die Häuser, Schwimmbäder, alles da drum und dran. Und dann kommt eine extra YouTube-Folge, wir bauen Paradise in Minecraft. Oder wir bauen Retail in Minecraft. So, ne? Dass ich halt Stück für Stück diese Map fertig baue. Und World Painter-mäßig habe ich eigentlich alles gezeigt. Was noch kommt, ist die Bäume, weil es ist ja kein einziger Baum weit und breit. Da mache ich dann auch noch ein extra Video mit Custom Trees. Dann bauen wir die Bäume selber nach und lassen World Painter einfach unsere Bäume darüber pflanzen.
Wir brauchen ja auch nicht die Bäume 1 zu 1 da, wo sie von Fortnite sind, weil es wäre ja affig, wenn wir uns dann hier immer das Log schnappen und dann, ja, hier bauen wir jetzt einen Baum hin, weil der in Fortnite da ist und machen ein paar Leaves drumherum. Ja, wäre ja dumm. Deshalb, ja, wird ein längeres Projekt hier, die Fortnite-Map. Habe ich Bock drauf, die fertig zu machen. Und genau, das waren jetzt 3 Folgen. World Painter habe ich so gut es geht erklärt. Die Bäume kommen dann eben noch später mal. Und ja, jetzt könnt ihr euch auch auf ein anderes Projekt freuen. Jetzt sind es 2 am Laufen. Einmal die Map und einmal ein neues Projekt, nämlich Minecraft Rivals, was ich geplant habe, wovon ich jetzt auch gleich schon die erste Folge schneiden werde. Genau. Ich kann euch ja mal kurz das Intro einblenden. Ziemlich cool, ne? Können wir gehypt sein. Kommt dann die Tage auch auf meinem YouTube-Kanal. Also dann, das wär's mit dieser Folge gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.